Platzwart Udo hat in der Vergangenheit viel geschimpft und das ist nicht mehr so. Fröhlichkeit mit Platzwart Udo und das U steht für Platzwart Udo in Natur. Hä? Ja, das U steht für Natur. Bist du jetzt sowas von blöd? Verstehst du das nicht? Das U steht für Natur. Wieso das U? Weil das Natur, das U ist da noch drin. Hä? Ja, du kapierst da nicht, wenn ich dir das jetzt erklären soll. Das U ist doch in der Natur drin. Redest du da? Der Platz war der U, das steht für Natur. Warum? Weil das U in der Natur mit drin ist. Bist du blöd oder was? Kapierst du gar nichts? Versaust mir den ganzen Anfang, mach mir jetzt schon wieder direkt schlechte Laune. Du fragst mich, warum das U? Ja. Wo steht das U drin? Natur. Tour. Das fängt doch mit N an, Natur. Ja, aber ich fange ja mit U an. Also ist das Natur... Ach so, ja, stimmt ja. U und N, also Udo und Natur bildet ja eine ganze Symbiose. Nee, das bringt eine Einheit. Natur ist mit Udo verbunden. Herr Gott, nochmal, was ein Durcheinander. Ich wollte ganz was anderes erzählen. Ja, was du machst. So. Das ist Natur. Was haben wir gemacht? Wir haben hier neue Bäume gepflanzt. Und zwar auf dieser End 6 Stück. 6 neue Eichenbäume. Alle Ecke wurde vergrößert mit 9 Eichenbäumen und die wurden hier gesetzt. So, und wo ist das Problem? Das ist Natur. Und wo ist das U wieder drin? In Udo. In Udo und Natur. Guck dir das mal an. Richtig schön Eichenbaum gepflanzt mit so einem Wasserdings drin. Wenn's dann, mit so einem Wasserdings. Ja, das ist Erhöhung. Hier kannst du Wasser reinmachen, dass das Wasser nicht abläuft. Das geht jetzt in den Boden zu den Wurzeln. Das ist strategisch aufgebaut worden. 6 neue Eichen auf der Wallhecke bei Udo Sportplatz. Die werden riesengroß, genauso wie die anderen, aber das dauert ein paar hundert Jahre. Dann bin ich leider nicht mehr da. Ich hätte sie gerne als Kind begleitet, weil das, wenn man erwachsen wird, ist das sowieso ein schwieriger Leben. Also dann kann man das besser. Ist doch so ein kleines Bäumchen. Musst du doch begleiten, den musst du mit reden. Wann kommt denn der in die Pubertät? Mit 16. Ach, guck mal, Udo, der hat ja sogar schon Haare unter den Armen. Da ist er ja schon in der Pubertät. Das ist... Was habe ich falsch gemacht? Was habe ich in meinem Leben falsch gemacht, dass ich dir das erklären muss? Das sind Blätter, weil das ein Eichenbaum ist. Und er hat jetzt die ersten Blätter gekriegt. Und wo ist das Problem jetzt? Warum sind die jetzt braun? Weißt du das? Weil die immer braun sind? Nein, die werden grün. Aber jetzt ist Winter. Dann warum werden die grün? Wenn's Frühling wird. Ja, aber warum werden die grün? Dann blüht's. Ja, aber warum werden die grün? Was ist warum? Weil da dann frische Blüten sind. Guck, ganze Waldhecke, neue Bäume. Das ist einfach herrlich. Überall, wo Lücken waren, haben sie Bäume gepflanzt. So, und jetzt kann keiner mehr sagen, wir vom Sportverein würden nichts für die Natur tun. Natürlich tun wir was für die Natur und da bin ich auch stolz drauf. Wir tun was für die Natur, ja. Weil das U in Udo steht für Natur. Richtig, das U für Udo steht in der Natur. Also ab sofort heißt das Udos Natur. Hä? Ich Udo. Natur mit U. Also heißt das jetzt ab sofort Udos Natur. Ja. Reg mich nicht auf!